Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play, der Pixelmon Modpack. Wir sind hier ja in dieser Stadt noch. Stadt ist es nicht ganz. Aber wir suchen noch ein paar Sachen, also vor allem Rohstoffe und wollen ja noch dieses Ninkada auf Level 20 trainieren. Sonst können wir eigentlich langsam anfangen zu bauen bzw. zu planen. Und ja, versuchen wir dann einfach mal noch, genau, eben das Haus anfangen zu bauen. Genau, ist ein bisschen schwer zu nennen. ist ja auch klar, weil es eigentlich groß wird. Ich habe einfach, denke ich mal, schon was zu viel geplant, zu viel erweitert. Aber es macht einfach Spaß und da brauchen wir einfach einige Zeit. Genau. So, ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher, weil ich das, schon länger nicht aufgenommen habe. Also der letzte Part länger nicht lange aufgenommen habe. Und, ich stehe einfach ein bisschen auf dem Schlauch. Aber gut. Dafür habe ich eben sehr viel geplant. Und das muss ich jetzt auch ein bisschen kurz planen, beziehungsweise länger planen. So, wir wollen ja gegen Monster kämpfen, also gegen Monster kämpfen. Ich bin immer noch in Minecraft. Kämpfen wir mal gegen diesen Tarn-Champignon. Ja, dann werde ich wahrscheinlich mit ihm angreifen müssen. Nubble. Ist das ein Anfang, also ist das also die erste Entwicklung oder ist das die zweite Entwicklung? Ich werde es jetzt auch noch nicht holen, oder so, dass ich sicher bin. Aha. Okay, wunderbar. So. Das nehmen wir mal noch raus und das. Da haben wir noch eins. Da. Die Feder. So. Weil da der Rucksack natürlich besser ist. Wunderbar, da haben wir noch viel Platz. Sehr gut. Und nochmals den Pilz. Andere Pilz. So, da haben wir noch ein paar Sachen. Also, ich finde jetzt gerade nicht so viele Pokémon. Aber, eigentlich wieder zurück und das wieder das Rätsel töten. Das Rindvieh, wo ist es? Wo ist ein Level 19 in der Hut? Da. Okay, das schaffen wir auch. So. Also ich habe so gedacht, was ist eigentlich gut für Kinder geeignet? Also, sind ja sonst irgendwelche Daycares oder Schulen oder sonst irgendwas. Ich finde aber, es soll so ein Vergnügungspark sein. Und das ist einfach irgendein Käfertyp, den ich nutze. Und Gramox auf Level 16 in Pink. Okay, das war jetzt nicht so gut. Wechseln wir mal zu Smetko. Das wird hoffentlich auch noch aushalten, auch wenn es vielleicht sehr effektiv ist. Okay. Es ist eine andere Attacke. Gut. Bohre. Stachelspore. So, und jetzt können wir es machen. So, können wir Probleme bei alles wie Pokéball? Nein, lieber nicht. So, wird halt auch anstrengend, dass ich werde vielleicht in einer Art Hüpfburg oder so bauen. Eine realistische Hüpfburg. Oder wir haben vielleicht eine Achterbahn. Wie soll das? Ringsum. Werden wir dann sehen. Ich nutze mal einen Superball. Ich finde ihn toll. Einen lila Raben. Ja, wie so ein. Gott. Was ist denn los? Menschen. Ja. Ist ein Flug-Pokémon, ich weiß. Gott. Ich wollte ihn eigentlich nur ein bisschen mehr. Den machen. Also jetzt mache ich es nicht mehr. Jetzt
kommst du wieder hier vorbei dran. So, ist ein bisschen ruckelig mit der Kamera. Oh Gott. Ja, ja. So, okay. Was? Oh, schildernd? Hä, das ist ein Schildernd? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ist doch kein schildendes Pokémon, das ist doch lila. Okay, weil es lila ist, okay. Ist es halt auch ein lila Typ? Für mich schon. Okay, gehen wir mal nach Norden. So, hier ist auch wieder eine Decke. Gibt es ja auch wieder diese Dinge. Ich wollte kurz schauen. Die Kurztaste nicht. Option, Physik Setting, Block Settings. So. Gut. Eben das können wir nicht mitnehmen, der Heiler. Hier sind die Pokémon-Bäder. Das sind einfach irgendwelche, wie heißt die? Fotos, genau. Ja, gut. So, das reicht aber. So, dann sind wir wieder hier draußen. Gegen dich möchte ich. Manche mögen es heiß. Ah, Eimer mit Lava. Okay. Jo. Da haben wir auch noch ein paar. Irgendwann mal können wir aus dem Brandkeramik irgendwie. Ja, die Hüpfburg bauen. So. Also, jetzt müssen wir aber mal kurz ein bisschen Pause machen mit dem Item suchen. So, den möchte ich trotzdem alle mitnehmen. Ich weiß ja nicht, wie viele ich noch nicht habe. Du, dich, Tyrakrok, vielleicht, nein, ist ja Ding. Jetzt habe ich einen Kramox drinnen, oder? Und jetzt kann ich Ninjata nicht Ninja zu Ninjata machen. Dankeschön. Wirklich toll, liebes Spiel. Immer dieses Auto ausrüsten und alles. Langweilt mich ein bisschen. Was machst du im Brunnen? Trägt Gusseldurst. Was? Träger dusselt Guss am besten. Außer wenn sie auf höherstufigen Pokémon treffen. Ja, okay. Sind trotzdem nicht die besten. Dusselgur ist ja eines von diesen, sag schon, Tauben-Pokémon. Und die sind wirklich nicht gerade so stark. Ah ja, ich wollte ja. Meine Güte. Also eben Huhu ist halt auch wieder der falsche Typ, oder? Wo wir nicht so gute Pokémon haben. Du, geh weg. Also du bist ein schildendes Pokémon, aber bist trotzdem... Okay. Schildernd. Steht neben zu erlauben. Was ist das? Schild. Groß, ernst. Wieso ist es ernst? Okay, und es hat ein Band. Was heißt das Band, das Blaue? Ob es vielleicht irgendwie zugelassen ist beim Schönheitswettbewerb. Zepunze. Wo ist ein anderer Typ? Möchte irgendwie Käfer oder so? Windstoß, ja, Käfer. Das ist kein Käfer. Dann hatte ich Pflanze, genau. Aha, du bist ja so, also jetzt gerade ein anderes Vieh. Ja, das größte da. Es ist ein bisschen zu low. Ist gut, nicht im Take reinsetzen. Das ist ein schwacher Tag. Hopp, hopp. Oh. Bodycheck ist. Bodycheck ist so stark geworden. Das wurde doch früher immer so gehasst, weil es selbst verletzt. Tyrakrok Level 19. Lassen wir wieder ein bisschen weg. Wird die Ursa in ganz, ganz winzig klein. Nochmals eins.
Level 21. Wieso bin ich jetzt schon wieder? Ah, ich muss das wechseln. Ja, natürlich, Glock ist auch nicht so gut. Er fängt halt auch schon bis. Ich töte meine Pokémon alle. Also bin einfach besiegen. Nein, nicht Edelsamen. Nein. Wieso hat das plötzlich Edelsamen? Wer, du besiegst ihn. Oh, ganz knapp. Ja. Gut. Nun kommt Ninja. Du besiegst es. Mit Lebensche. Sehr gut. Yay! Nein, das ist Pokémon Tour. Stachel. Finale. Was sind das weiter? Also nun dann. Pokémon besiegst du mit deiner Attacke stark. Was ist das für ein? Ist es normal? Ist es physisch oder spezial? Ist Stahl? Wüsste ich gar nicht. Ich wette, es ist nicht physisch. Ja. Ist gut. Ich habe das riesige Donnerschock weggenommen. Ist gut. Okay, habe ich richtig entschieden. Sonst können wir das auch immer wieder bei einem Attacken lernen, wenn wir endlich mal einen finden. Bidifas. Okay, ich muss jetzt endlich wechseln. Bidiza. Wie heißt es? Bidiza. Ist so cool. So eine kleine. Kleines Insekt. Was ist das für ein. Sind es nicht Zecke oder so? Das könnte ein Indikator sein. Spinne. Eine Art Spinne. So, dann sind wir hier angelangt. Schauen wir mal nach noch Carpathos. Noch nicht buchen. Oh. Ein Daktiri. Hallo? Und ein Unterwasservogel! Geil. Ah, Schallelos ist auch cool. Ist es gut zu besiegen? Wetter ist auch gut. Ist wirklich zu zäh, denke ich mal. Wo gibt's keinen Carpator oder so? Dort unten. Ist doch ein Carpator. Hey. So, ich hab ihn. Lebensschwer. So ein Carpator besiegen. Ein bisschen lange, aber gibt es auch gut EXP. Okay, nicht so viel. Das ist höher, levelig. Fisch. Okay, jetzt haben wir hier viele Carpathos. Aber eben, die geben wahrscheinlich ein bisschen zu wenig EXP. Der große hier. 16. 10. Die können wir ein bisschen einfacher besiegen. Da sie auch nicht zurückschlagen. Und zurückwackeln. Ja, machen wir es anders. Wir wechseln halt wieder zu den anderen Pokémon. So.
Gehen wir mal. Da waren wir schon. Ich werde jetzt einmal schauen. Klotze macht nicht so viel Schaden. Na gut, reicht aber. Muss irgendwie einfach was besser. Organisieren, also dass wir einfach schneller werden. Ja, Level 5 besiege ich jetzt nicht. Also wir gehen jetzt mal an Land. Das, oh, das Boot mal erst mal drehen. Genau. Und unser Chance, uns irgendein Heal. Okay, es sind ganz viele Finions. Gehen wir hier an Land wieder. Es hat auch wieder eine Wiese. Da oben ist irgendwo noch ein Portal. Ah, das ist ein Körper da. Ja, da gibt es einfach Trainer drinnen, aber. Ja, okay, gehen wir nicht rein. Wir haben schon einen zwei Körper das durchsucht, glaube ich, oder einen wenigstens. Ja, im Wald ist halt auch nicht so spitze. Außer also vielleicht gibt es irgendwelche. Ja, Starter-Pokémon dort. Oder Shinies, oder Boss, genau, oder so Sachen. Sieht schon schön aus, so eine Insel dort. Schön, schön. Noch was. Das ist ein Ding. Schieferboot, also ein Fischerboot. Dort hoch gehen wir mal, oder? Wieso glänzt hier irgendwas? Muss doch irgendwas sein hier. Wieso glänzt das so? Also ich sehe jetzt. Da ist wieder ein glänzendes. Ich sehe jetzt nichts hier, hä? Aber wieso gibt es die weißen Punkte dort wegen dem da oben? Ich komme jetzt nicht so drauf, weil Pokébälle sieht man eigentlich, wenn sie unsichtbar sind. Ja, das ist wegen dem hier. Oder? Was bist du überhaupt? Ah, Safka. Jo. So. Schweinchen. Okay, dann haben wir hier nochmals Platz drin. Nein, Fische, Fische, Fische. So, dann habe ich nichts mehr. Gut, also Fleckmons könnten wir besiegen. Dich vielleicht? 28, ne. Wenn du ein Pirat bist. Lieber nicht, lieber nicht. Ist ein cooles Biom, ist zwar nicht so schön, aber interessant. Zeig dich doch mal kurz. Oh. 22. Ja, wir sind direkt. Oh, wir haben gar nicht. Ja. Das eine ist tot, glaube ich. Keine Wirkung. Ah, oh, wegen Stau. Dachelfinale. Hier sind wir jetzt ein bisschen stärker. Unkenspiel. Gift Pokémon, die jetzt noch nicht so besiegen. Alles gibt Attacken. So, was ist denn das zum Schlechten? Oh, Schleimball wieder. Schön. Also, was ist das jetzt hier? Bekämpfe 50 Pokémon. Okay. Dankeschön.
Und ja, so langsam brauchen wir wieder ein Dorf oder so. Oder wir können einfach zurück teleportieren. Keine Ahnung. Oder wir gehen ins Wüstendorf. Auf jeden Fall muss ich doch schon ein bisschen. Boot. Okay, ich muss dich mal wegmachen. Sonst werden die XP immer ständig aufgeteilt. Ist das eine Pyramide oder? Nein. Auf so einem roten Wald. Cool. Schön, schön. Doch, da muss doch irgendwas drinnen sein. Das sieht doch so komisch aus. Okay, sieht gar nicht mehr so komisch aus. Krebskops. 27, okay. Du bist diese Laus, okay. Keine Ahnung, wie sie heißt. Reislaus. So. Also, wir müssen kurz ein bisschen schwimmen. Mit dem Boot herumschwimmen. Waren. Yeah. Okay, dort könnte das sein, aber das ist auch irgendwas. Komm, Meisterball 2. Macht reif, okay. Nach dem Kampfangriff schnell steigen. Hä? Vielleicht nach einem Wechsel zu einem anderen Pokémon beim Trainer kämpfen. Okay. Die haben wir schon mehrmals geplündert. Die haben ja immer so Dinge gehabt. Okay, so. Nur ein Schilf. War ein bisschen zu unscharf gerade. So, die haben ja einfach so Deko-Objekte dabei. Und die möchte ich jetzt nicht nur mitnehmen müssen. Team Magma. Den Reif ist cool. Interesting. So, hier vielleicht. Reicht. Gut schlafen. Gut, die Korallen noch. Haben nichts mehr doppelt. Ja. Was ist hier ein Brief? Wieso ist hier ein Setzling? Was ist das für ein Setzling? Ultra-Elm-Setzling. Okay, den muss ich anpflanzen. Hier ist die Pikachu-Tasse. Ja. Überall gibt es Pikachu-Tassen. Und ich sammle sie eigentlich ein, aber. Na komm. Das ist meine. Mann, oh, ich brauche das Delfin-Pokémon, meine Güte. Wer ist es überhaupt? Der gespawnt ist dort einfach so cool. Der Fels. Da ist wieder ein Sumpf. Jo, es dauert noch ein bisschen mit dem Fangen und ja, Vorbereiten. Ich finde einfach nicht gerade so die richtigen Biome wieder. Ich schaue halt auch immer auf den Radar, ob irgendwo der Delfin oder so zu sehen ist. So,
sollte jetzt auch ein bisschen Zeit investieren. Aber gut, dafür seht ihr guten Content. Könnt sicher sein, dass ich so Sachen auch schaffe dann. Ja. Oh, Sieper. Und der Wattwurm. Ja, also ich muss nicht so viel machen, aber ihr werdet wahrscheinlich schon glücklicher, wenn ich mehr zeige. Das ist halt auch wieder so ein Vieh, was ich gerne hätte. Okay, Boss. Hundemann. Mega-Hundemann. Mega geil. Ich möchte es aber nicht in Rosa haben, ich habe keine Chance gegen das. Ist da nicht ein Ding-Pokéball? Nein, das ist ein Formeo. Ein Formeo? Ist da gerade Scheue? Sonnenform, oder? Jetzt ist es wieder normal. Ganz normal. Das ist das Normale jetzt? Also macht es nur so nicht. So langsam müssen wir echt hin. Ja gut. Ich probiere es einfach. Schon ein cooles Pokémon. Okay. Wieso so anstrengend sich, wenn es einfach geht? Also Formeo muss ich jetzt wieder raushauen, nichts gegen nichts kämpfen. Oder ich nehme es einfach mit. Ich werde es sicher bald mitnehmen. Oh, Kanaub. Oder Kamaub. Kamaub, oder? Ja, mit dem. So. Knopf, er braucht schon Knopf, Carbon ist das okay. Gut, du bist die Wildsein eigentlich. Das Hippodrom. Hippo, Hippo. So, ja, das Flusspferd, genau. Das ist eigentlich der, ja, wieso sagt man eigentlich Fluss- oder Nilpferd? Die meisten sind doch sicher im Nil anzutreffen. Vielleicht einfach, weil sie nebendran sind, die Nationalpark oder so sind, als Flusspferd dann. Interesting. Für mich ist Nilpferd ein bekannterer Name als Flusspferd. In der Schweiz bekommt man viele Redewendungen so gar nicht so mit über. So, jetzt habe ich langsam ein Problem. Ich will alles mitnehmen. Ich werde mich das... So, mal merken. Ja, okay, hier gibt es ja überall die Bäume. Und dann gehen wir mal kurz. Ja. So. In den Pokersender. Immer diese blöden kleinen Kakteen. So, wunderbar. Also unbedingt das Vieh wegmachen. Was ist es? Eine Wolke? Boah, das ist fast nicht zu erkennen, welches. Was hast du dabei? Eisbrocken. Ah, okay. Eine Runde Sonnentag gemacht. Gut. Du hast eine Quest? Ja, sicher. Nee, kann ich nicht. Ja, ich kann. Kann ich natürlich. Bin ja nur sehr beschäftigt. Ja.
Akibeeren. Okay, das muss ich mir merken noch. Was hast du hier? Ah, du hast im Schrank ein Lager, das. Okay, brennt nicht kaputt, gell? Dein Lava, das ein Spielzeug, ja, das hast du auch nicht im Schrank. Hey, geht's noch? Hallo. Ja, ich weiß immer, was ich sage. Ich tue mein inneres, ja, der innere Tor, das innere Reden merken. Oder fühlen oder so. Irgendwie so etwas. Also, dann möchte ich eigentlich nur noch ein Pokémon irgendwo sehen. Hallo. Ein Pokémon. Ah, ich muss immer wieder alles spawnen lassen. Die sind alle unterirdisch. Da ist ein Aqua. Ja, Dick, da ist jetzt auch nicht gerade so das. Ach komm. Boden gegen Boden ist doch hinten. Jetzt kann niemand mehr treffen. Erstaunen ist sehr schwach. Was? Meine Mörderin. Komm auf. Mach mal so. Tschüss. Ich möchte jetzt dieses Pokémon haben. Ah, ich will die Weiterentwicklung endlich haben. Mordsmäßig störend. Wo? Du bist aber kein Shiny, oder? Ich hab's getötet. So, was habe ich jetzt? Eben noch Level 18. Ist egal, es ist nur ein Lilas. Ich will nicht alles Lila. Ja, okay. Wir können alle Lilas sammeln, wenn irgendwann mal ich 90 Jahre alt bin. So, dann hier noch. Da brauchen wir wahrscheinlich noch ein Part. Zweiunddreißig. Hier sind nicht so tolle Pokémon. Der da. Oder du? 31. Schnell abspitzen. Gut. Ah, da ist wieder dieses Pokémon. Ist ja auch wieder so hoch. Die sind immer so niedrig. Bisschen Erfahrung in Kürze können wir machen. Da ist aber eins. Es ist höher. Ist es nur erst verfährt? Er hat das Schnabel. Es hat doch gar keinen Schnabel. Oder hat es einen Schnabel? Nächsten Part haben wir hoffentlich dieses blöde Pokémon. Aber eben weil wir keine Trainer finden im richtigen Level und so, ist es zu schwer, schnell vorwärts zu kommen. So, wie lange brauchst du denn noch? Hey, das ist ja Wahnsinn. Ist das wirklich so ein Pokémon, das so lange braucht?
Aber es hat schlechten Angriff. Hat mega viel Erfahrung jetzt. Wenn ich nur eigentlich... Was hat es für Attacken? Es hat Bodenattacken. Ich müsste irgendwo hin, wo es Feuer-Pokémon gibt. Mesa oder so. Ins Nether. Gehen das nächste Mal ins Nether. Gut, ich lade die Sachen aus. Wir gehen mal kurz zurück. So. Laden wir noch kurz die Sachen aus. Das sind ja noch die anderen vom letzten Part. So. Okay, der war jetzt auch nicht direkt. So. Jo. Und ja, planen wir so langsam wirklich fertig mit dem. Jetzt muss ich einfach ein paar. Ich werde da die wirklich schönen farbigen Hölzer verwenden für ja, so ein Robinson-Spielplatz oder so. Genau. Und dann eine Achterbahn ringsum oder so. Achterbahn mache ich aus Beton wahrscheinlich. Gut. Dann habe ich endlich schnell. Auch mit dem ersten Gebäude ziemlich fertig, nicht Maximum. Dann machen wir noch Bay und Wasser, haben wir noch gesagt. Direkt dann daneben. Ja. Keine Ahnung, was da drauf ist. Müssen wir uns merken. Gut, tschüss zusammen.